Herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, ich bitte das Gebälle mit dem Grund zu entschuldigen, dass man nicht hört. Das sind leider die Nachbarshunde, da ich keine Hand habe. Oh, ist da noch was? Scheinbar nicht. So, da hinten ist auch ordentlich Action. Und da müssen wir auch hin. Na gut, dann wird's ja wieder lustig. Vorsicht! So. Hinten läuft noch ein paar Drohnen rum. Speichern. Und Kampfkoloss würde ich jetzt eigentlich ganz gerne ausschalten, auch dass wir nochmal ein bisschen üben, gegen Kampfkolosse zu kämpfen. Die teilen aber echt gut aus. Dann kriegen wir das Setzerbrot jetzt ja mal weg. So. 11 Stück. Mal speichern. Das bringt wirklich nichts. Das kann ich wirklich komplett weghauen. So. Und dann können wir nämlich in der Zeit schon wieder das nächste in die Schnellleiste ziehen. Nehmen wir mal die Aschelfleischsuppe. Knochenmarksbrühe würde ich mir dann gerne für die Endkämpfe aufheben. Ich glaube, das reicht aber jetzt gerade noch nicht. Deswegen müssen wir kurz abwarten. Oder wir probieren es mal. Dann noch völlig abgespeichert. Gut. Nee, das reicht nicht. Alternativ wäre, wir ziehen uns die hier noch einmal an. Den. Wir brauchen voller Lebenskraft. Hilft nichts. Also mal Fleisch dazu gepackt. Dann geht das jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Das ist sicherlich auch interessant, wie er das dann stackt. Gefährliche Gegend. Ja, das ist eine gefährliche Gegend. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt hier schaffen sollen, ehrlich gesagt. Oh Mann, und davon müssen wir so viele von diesen Commandern erledigen. Das ist einfach Wahnsinn. So, nochmal speichern. Gehen. Eines von 6 Kommandanten hier. Puh, Kaya ist zwar down gewesen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Das war jetzt schon ziemlich übel. Doch, und es geht weiter. Ja, super. Na, warte. Wir werden zwar stärker, aber die Gegner werden mehr. Na, wenn die eben auch noch alle drin gewesen wären, na, herzlichen Glückwunsch. 111 Elexit, na immerhin, geben sie ein bisschen Loot.
622. Oh Mann, ey. So, hier muss irgendwo der Teil liegen. Da. Ah, das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Sicherheit. Gut, wir könnten es zurückbringen oder wir machen jetzt einfach die nächsten Commander platt. Weil wir dafür eh teleporten müssen, dann machen wir das erst die Steuerdüse. Dann haben wir das schon mal abgegeben. Dann sind wir hier abflugbereit. Dann gibt es jetzt vielleicht auch noch mal ein paar XP, das wäre schön. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Perfekt. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt. Wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Hm, vielleicht aber auch nicht. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Wir haben auch kaum noch Nebenmissionen hier, ne? So, der letzte Flug. Vorher müssen wir aber jetzt genau diese beiden Sachen hier noch machen. Oder wir machen erstmal noch die Bewährungsprobe der Separatisten. Mich würde schon interessieren, was die dazu sagen und was da noch für Blödsinn gemacht wird. Aber ja gut, erstmal hier der Fußmarsch dahin. Wir können ihn von hier aus sehen. Waren wir da oben bei der Satellitenschüssel eigentlich mal? Vielleicht ist ja da der Teleport. Stimmt, ist der da. Da würde ich zumindest einen vermuten. Hm, die Idee wäre es ja wert. Hier die Zigarette und noch das Trockenfleisch mitnehmen. Sehr schön. Das hier weiter auf den Weg machen. Hier ist wieder voll aufgeladen. Brauchen wir an der Stelle zumindest kurzzeitig. Stimmt, ist auch wieder ein anderer Weg zum Konverter. Alle Wege führen zum Konverter. Süß. Hier nicht der beste Weg. Obwohl.
Kann man machen. Wenn wir erstmal hier oben gucken. Hier sind nur Alps. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Knappe Kiste. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Knappe Kiste, aber wir brauchen auch das Elix. Elixit vor allem. Missionsbericht gucken wir uns gleich an. Hm? Ja, hier, größer, größer, kleiner. 5, 4, 3, 8. 3 und 8 haben wir mit drin. 8, 3, 2, 6. 8 ist richtig. Die 0 ist dann noch mit dabei. 8, 2, 0, 3. Geht doch. Jetzt, wo ich das Hacken verstanden habe, dann ist das ja wirklich mit Nachdenken und so. Das gefällt mir gut. Zum Schlafen haben wir hier natürlich nichts. Auch kein Teleport. Ist doch nicht wahr. So, da hinten haben wir noch nicht geguckt. Da oben auch noch nicht. Da ist auch nichts. Na gut, dann gucken wir uns den Bericht mal an. (21.05.160) Klerikerlager Richtung Südosten entdeckt. Auftrag zur Eliminierung erteilt. Lagerbericht der zentralen Relaisstation überfällig. Kommunikation nicht möglich. Problem liegt nicht bei uns. Naja, ist nicht unser Problem. Immer das Gleiche. Wir folgen mal eben den Weg hier runter. Speichere aber nochmal, falls jetzt irgendwas Blödes passiert. Weiß man hier auch nie. Ich gebe hier die Hoffnung nicht auch für so einen blöden Teleport. Aber nee. Nee, nee, nee. Hier könnte man gut einen hintun. Also bestimmt vergessen. Ah ja, gut. Dann auf den Separatisten. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass sie uns jetzt hier noch irgendwas sagen werden. So, Sestak. Huch, unser Vater ist weg. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja. Er taucht bestimmt bald wieder auf. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Tja. Naja, eigentlich kämpfen wir auch gegen den Hybriden. Die Frage ist, welches davon ist das Richtige?
Ich habe ja gespeichert. Ich bin auf der Seite der Menschen. Sie sind es, die schon seit Jahren ausgebeutet werden. Das muss endlich aufhören. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Oha, oha, oha. Unser Kältewert ist zu hoch. Ich möchte eigentlich gern das hier sagen. Tja, dann werden uns die Separatisten uns wohl nicht anschließen. Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit dem Hybriden reden kann. Du hast das immer noch nicht begriffen, oder? Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass du es jemals wirst, nach allem, was ich jetzt über dich weiß. So werde ich das Risiko jedenfalls nicht eingehen, dich weiterhin wirken zu lassen. Wie willst du mich daran hindern? Mit allen Mitteln, die mir noch geblieben sind. Ich zerquetsche dich! Wie kriege ich jetzt den auf den Fuß? Ja, ich finde es schade, dass das vom Kältewert abhängt, was man jetzt hier wählen kann. Gefällt mir irgendwie nicht so gut. Weil dieser Kältewert hat ja eigentlich nichts damit zu tun, wie ich zum Hybriden stehe. Ich meine, es wird richtig deutlich, dass er das total blöd findet, wie dieser Hybrid arbeitet. Wieso habe ich überhaupt die Option, mich für den Hybrid zu entscheiden? Wieso wird es mir jetzt vorgegeben, nur weil ich hier einen entsprechenden Kältewert habe? Das ist halt also es ist ja keine emotionale Entscheidung, das ist ja durchaus eine rationale Entscheidung, die man hier trifft. Wenn man jetzt wenigstens wüsste, wie man den Kältewert senken kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie hoch mein Kältewert ist. Ich weiß nur, dass es neutral ist. Wieso kann ich mich beim Kältewert neutral nicht für beide Sachen entscheiden? Ist ja nicht, also ich fühle mich gerade in den Entscheidungen so, als könnte ich nur die kalten treffen. Aber angeblich bin ich ja neutral. Das finde ich höchst seltsam. Wenn ich jetzt wüsste, okay, wir sind kurz davor, wir sind jetzt hier kurz vor warm quasi, dann ist ja alles, dann machen wir das eben noch und zwar so und so, aber ich weiß nicht wie. Ich möchte schon eigentlich, dass mich die Separatisten unterstützen, aber da werden wir nicht hinkommen wegen des Kältewerts. Das finde ich sehr schade. Das finde ich sehr schade. Aber gut. Hast du meinen Vater gesehen? Wenn wir jetzt nochmal speichern. Ich werde. Du hast also nicht den ganzen Kram hier nochmal machen. Ich bin. Ah ja. Wirst du gesunken, ja. Anderen Fall. Und wie viel und so weiter. Das kann ich nicht sagen, das würde ich gerne machen. Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit. Du. Und. Wie wird. Mit. Reine Glückssache hier. Reine Glückssache. Schade, ich hätte sie gerne dabei gehabt. Wie sie ist. Sehr schade. Bin schon da. Gut, wir heilen uns nochmal. Aber den Loot möchte ich dann schon noch gern mitnehmen, wenn wir schon nicht mit denen zusammenarbeiten dürfen. Mal war es nur nicht eine. Gut. Gar nicht gut. Nee. 1200. Na, immerhin. Wir haben jetzt ein Level-Up gehabt, scheinbar.
Sehr schön. Ich donner mal weiter in Stärke. Ja, 85 ist das Ziel. So. Wir werden jetzt noch einmal wieder hier hingehen, zum Bunker des Jukes. Da haben wir halt den Händler, da haben wir... das andere. Die Werkbank, genau. Zeig mir deine Waren. Gucken, was wir jetzt hier alles verkaufen können. Ach ja, die Reflektor-Zahnaxt. Die würde ich gerne verkaufen. Macht für mich jetzt keinen Sinn mehr, noch auf eine andere Waffe umzusatteln. Wasserflasche. Weil Wasserflasche gibt auch Gesundheit. Vielleicht hätten wir auch einfach diese ganzen Elex-Tränke nicht trinken dürfen, aber wir waren ja noch nicht bei kalt, von daher... Naja, wie auch immer. Nicht drüber ärgern, aber ja, ich finde das irgendwie schade. Und die können wir jetzt, glaube ich, auch verkaufen. Wir haben Zähne. Wahnsinn. 20 sollten auch hier reichen. Elektroschrott. Oh. Gehen wir jetzt einfach mal auf 20 runter. Das muss reichen. Beim Eisenherz auch. Da können wir, glaube ich, auch mal ein paar von verkaufen. Dann jetzt der ganze andere Kram hier. Dann sind wir jetzt immerhin schon wieder bei gut 5000. Die Frage ist halt, sockeln wir? Oder verteilen wir noch die Lernpunkte? Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wenn wir jetzt schon wieder bei 6.500 sind, ja, 7.500 brauchen wir dafür. Für den Rest haben wir nicht genug. Aha, da die jetzt nicht den Metallschrott verkaufen dürfen. Gut, den müsste man sich sonst zurückkaufen. Typ Bluten. Aber den Sockel, den wir haben, der ist halt... Ach, wir können schon sockeln. Den wollte ich gerne haben. Wir können schon sockeln. Es gibt halt nur einen dritten, den man noch freischaltet. Ach so. Ah. Bonusschaden. Ja, dann machen wir Bonusschaden. Und wir machen Gesundheit pro Treffer. So, haben wir das jetzt? Ja. Ich glaube schon. Müssen wir jetzt die Waffe hier wieder reinsetzen? Nee. So. Bonus Gesundheit pro Treffer plus 1. Bonus Schaden plus 1. Ja, cool. Meisterlicher Kettensäbel der Outlaws. Ja gut, dann würde ich sagen, werden wir jetzt auf jeden Fall noch lernen. Das möchte ich schon sehr gerne noch können. Ah gut, 85. Dann machen wir auf jeden Fall noch die Angriffsstärke. Und vielleicht auch noch die Paradestärke. Mutantenkiller hatte ich ja euch auch extra hingearbeitet. Das weiß ich noch nicht genau.
Gut, wir werden aber erstmal Big Jim einen Besuch abstatten. Na, guck mal, wie gut ich mich ja mittlerweile auskenne. Oh, er steht da sogar mal rum. Da kann ich mich da hinsetzen. Yeah. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. So, wir wollten haben Angriffsstärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger straucheln. Das ist doch eigentlich auch nett. So. Schadensbonus im Kampf gegen Mutanten. Maschinen wäre natürlich auch cool. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf. Nutze ihn so selten. Ich werde ihn trotzdem mal erhöhen. Ja komm, Mutantenkiller machen wir jetzt auch. Weil ich da ja extra Attributspunkte für verteilt habe, dass wir das mal machen. Dann haben wir noch 4 Lernpunkte. Überleben geht gerade nichts. Hier könnten wir jetzt Schlösserknacken noch hochbringen. Rest. Advokat könnten wir jetzt lernen. Zahle weniger für deine Verbrechen. Ja, nee. Auseinanderschrauben. Nee. Injektor. Wirkung und Wirkungsdauer von Stim. Mehr Stims gleichzeitig benutzen. Da können wir verschiedene Stims herstellen. Weiß aber nicht, was der braucht. Ja, aber da können wir jetzt ja hier zumindest nochmal Injektor lernen. Kapazität könnten wir auch lernen. Doch, zum Fortführen müssen wir. Oder? Komm ich da rein? Da komme ich rein. Doch, doch, wir sind richtig. Dann lernen wir jetzt noch mal ein paar coole Outlaw-Sachen. Ich will den Eispalast angreifen und ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ha! Wer auf so eine verrückte Idee kommt, dem ist nicht mehr zu helfen. Hör zu, wir müssen... Vergiss das! Ich werde meine Haut doch nicht auf irgendeinem Schlachtfeld in der Eiswüste aufs Spiel setzen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es sonst noch jemand tun wird. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Von mir aus macht doch, was ihr wollt. Auf mich braucht ihr nicht zu warten. Ende der Ansage. Schade. Bring mir etwas bei. Na klar. Aber mit dem Duke können wir nochmal sprechen. So, Injektor. Kapazität. Komm, Kapazität. Ja, klingt doch gut. Weiß halt nicht. Was kann der denn? Damit kann man ein Sim erstellen, der eine Zeit lang die Regeneration der Lebensenergie bewirkt. Ja, das ist doch eigentlich cool. Maratonikum. Dann können wir jetzt... Ach, ich habe auch vergessen, die Werkbank zu benutzen. Dann können wir nochmal den Duke fragen. Und dann die Werkbank benutzen. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist... Warum gerade die Kleriker? Sie sind die wahren Heuchler von Magalan. Ihre größte Waffe ist die Infiltration. Sie agieren hinter deinem Rücken und erledigen dich, noch bevor du es selbst merkst.
Sie verkünden ihren falschen Glauben und spielen sich auf, als wären sie die Weltpolizei. Sie sind viel gefährlicher als die Alps selbst. Und doch hast du Konrad vertraut. Glaub mir, wenn nur einer der Halsabschneider da draußen so viel über Technik verstehen würde. Egal, es ist wie immer. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Dein spezieller Klerikerfreund Konrad ist tot. Wenn ich den Namen schon höre, hat er wenigstens gelitten. Es ging schnell. Na gut. Hauptsache, es ist erledigt. Hier, nimm das. Du hast es dir verdient. Und jetzt kein Wort mehr über die Sache. Klar? Klar. Cool, wir haben 3000 später bekommen. Der Hammer. Gut, dass ich nochmal mit ihm geredet habe. So. Den können wir auch sockeln. Okay. Den können wir nicht sockeln. Ah, den können wir nochmal aufwerten, wenn wir 70 Konstitution hätten. Ja. Ja. Den Flammenwerfer aufwerten geht nicht, weil uns 14 Schwefelbrocken fehlen. Schade. Wir hätten aber genug, um das zu tun. Okay, 14 Schwefelbrocken. Vielleicht hat unser Kollege ja noch welche. Vielleicht hatte ich welche verkauft aus Versehen. Wir haben einen großen grünen Stein. Wir haben einen großen weißen Stein. Wir werden nochmal umsockeln müssen. Genau, Tränke brauen. Ein Erstims Marathonicum. Habe ich jetzt hier zweimal? Perfekt. Fehlt uns jetzt Elektroschrott. Da fehlt noch was. Habe ich so viel Elektroschrott verkauft? Nein. so. Elixier der Heilung können wir einmal anfertigen. Heiltrank. Können wir 8 machen. Große Heiltränke. Können wir nur 2. Mächtig. 5. Reicht trotzdem nicht. Guck mal, Elixier. Okay. Ah, zu viel Elektroschrott verkauft. So, dann müssen wir wieder hier hin und nochmal umsockeln. Kann ich die nochmal alle rausnehmen? Dann machen wir nämlich... Zack, zack, raus. Dann können wir nämlich jetzt hier... gucken, ob wir hier noch was herstellen können. Genau. Dann habe ich das mit dem Sockeln falsch verstanden. Gut. Gesundheit pro Treffer plus 3. Das wollte ich doch haben. Bonuserfahrung nehmen wir mit rein. Wobei, den können wir dann auch bei den anderen machen. Den mit rein. Das ist aber auch egal, was man wo reinschmeißt. Den mit rein. Den mit rein. Den mit rein. Gut. Sehr schön. Cool. Das hat doch nochmal eine Menge gebracht. Mit dem Elektroschrott ist ein bisschen schade. Wir gucken nochmal, ob wir jetzt hier Schwefel haben. Zeig mir deine Waren. Ich weiß, dass ich ihm viel Elektroschrott verkauft habe.
könnte nochmal 40 zurückkaufen. Wir brauchen 30 insgesamt, das heißt wir brauchen 14. So, deswegen ist es halt gut, wenn man alles an einen Händler verkauft. War natürlich jetzt ein bisschen teurer insgesamt. Flammenwerfer. Ach, jetzt kann ich... Habe ich nicht genug reines Elix. Und nicht genug Geld. Ja gut, dann halt nicht. Und Stims stellen wir hier von nochmal 10 Stück her. Ja, hallo. Cool. Die werden dann auch mal in die Schnellleiste gelegt. Für was ist nur die Frage? Erstmal für den. Gut, dann haben wir jetzt aber auch wieder viel gemacht und getan. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.